so it ended. A tale that began with my own ill-fated attempt to rid the world of the Godworker. When the dust settled, no new divine had risen. Instead, all Source was released into the world for all the people and every creature to share. Everyone was now a sorcerer. And united, the peoples of Rivellon pushed back the God King into the very depths of the Void. This ushered in a new golden age of peace and prosperity. But alas, it was not to last. With many greedy for wealth, power, and position, the struggle soon began anew. Source, the very language of creation, was used in violence once more. The never-ending contest for power continued. As for me, my last hope of ever being freed of the God King's terrible tyranny faded when the Godwoken failed to seal the veil. An eternity of pain and suffering is mine, in service of the King, until the day I am freed, the day the God King returns. Oh, Teil 3 confirmed. Ich fand ja bei diesem Bild, wo der Krieg wieder losgeht, diese Ratten da unten ja ganz niedlich, ne? Ja, die den Flammen verbrannten. Die sahen eigentlich mehr so aus wie so anfeuernde kleine Wesen. Ich dachte, die eine hätte einen kleinen Dolch in der Hand. Es wird mich auch nicht mehr Rattenmenschen? Im nächsten Teil gibt's Rattenmenschen? Melody stands tall and proud, sunlight sparkling off her mask. From here, she looks almost angelic. Well, here we are again. You, me, and the ship I've saved from ruin for your personal benefit. I'd say you owe me, but why state the obvious? Get an eyeful. I expect it's the last we'll see of each other for some time. I've a lot of planning to do. Now that there's not to be a new divinity. She drums her fingers testily on her crossed arms. All that work, all that effort, tossed into the gutter like a malformed child. Welt ist besser ohne einen Tyrann. Jetzt hat sie nur noch Thomas. Ja, ich mach das erste, oder? You say that now. Let's see how you feel when you realize the true implication of a world filled with sorcerers. Never mind. I'll find another way. I always do. She fingers the mask covering her face. For a moment, it seems as though she's about to remove it. But instead, she places a hand on your shoulder. We've come a long way together. I did my best by you all the way. Sacrifice much. And I'd have given even more to see you fulfill your destiny. Gäbe es ein Schicksal, wo sie sich die Maske absetzt? Keine Ahnung. Ein Schicksal vor allem ein Ende. Ich meine, ich glaube, ich muss sowieso mal gucken, wie viele Enden es in dem Spiel überhaupt gibt. Zwei. Entweder ist Thomas König und einer ist andere. She looks you up and down. I guess this will have to do. Take a moment, why don't you? Relax. Enjoy. I certainly plan to do the same. Oh, I don't know, around and about. Treat myself to some mead, a lover or 300. I'd say we've earned it. Perhaps our paths will cross again. Perhaps not. Until we find out. Krass. Ich habe ihre Rolle auch noch nicht so ganz verstanden gehabt in dem Spiel. Ich habe auch die Rolle von der Oma nicht so ganz verstanden, die ja auch mehrfach gestorben und wieder zurückgekommen ist. Aber ich glaube, an dieser Stelle können wir dann nochmal abgeben an unsere Vergangenheits-Ichs. Ja, wäre eine Option. Und gucken, wie das Spiel ausgeht. Ja, alles klar. Wo ist der Mann, der mir noch ein Schwert schuldet? Da ist der Mann, der mir noch ein Schwert schuldet. Ihr werdet erschlagen.
Ja, das heißt jetzt, wir haben das beschissenste Ende überhaupt erreicht, oder was? Bin mir nicht sicher. Aber wie ist denn das jetzt? Das heißt, Thomas hat sich jetzt auf den Thron gesetzt und allen Quelle gegeben. Ja. Haben wir schon. I don't know yet. Perhaps peace will reign and all will be equal. Or perhaps you've bestowed great power on undeserving children and turned them loose on each other. Time will tell, I'm sure. That is the question, isn't it? How does one top the greatest feat of necromancy ever conceived? I might have the answer to that. Tell me, have you ever heard of Gustavgen? No, of course you wouldn't. It's a written language, unreadable to most, but myself, naturally. It comes from a mysterious race from another world, beings that feed on minds. I intend to seek them out. This Gustavgen seems to guard portals to their realm. And once I've uncovered one, well, why settle for being the greatest mind in just one world, when there's another for the taking? Mm-hmm. Divinity 3. Mhm. Oh, guck mal, unsere ganzen Kollegen, die wir alle mehrfach erschlagen haben, stehen ja auch noch rum. Mehrfach. Ja, überall stehen sie rum. Sibylle ist da. Alle sind da. Die sabeln aber alle nur ein bisschen Blödsinn. Ja, krass. Haben wir es jetzt durch? Jetzt ist fertig, oder? Glaub, es ist vorbei. Wir können auch mal unter Deck gucken, aber... Was ist das Ende? Geht mal mit dem Schiff. It gives me almost as much pleasure to speak to you as it does to be whole again. Ach, sehr schön, Sie zu sehen. I will always be an ally to those that carry source, to those whose blood is of the heroes of old, and so, as always, I am at the ready. Ach, ich kann jetzt sagen, es ist Zeit abzureisen. Mhm. Okay. Ich frage sie aber mal, wie es möglich ist, dass sie jetzt hier ist, unversehrt wieder, die Rachefürstin. Consider me to be a gift from Malady. My wood was splintered, but my spirit intact. It was a great feat, but given her skill, not a surprising one. Hm, okay. Ja, dann können wir abreisen, denke ich. Ja, dann dafür. You look out to the endless beyond. The sun's light plays upon the waves, just as it always did. The sails flutter in the wind, just as they always will. And yet, something is different. You are different. And with a start, you realize where you must go next. You speak the command to the Lady Vengeance, and another chapter begins. Bin ich bereit für das nächste Abenteuer? Sind wir bereit, das Tutorial zu verlassen? Alles klar. Gut, dann starten wir mal mit Divinity 2. Original Sin Enhanced Edition. Ich bin jetzt bereit. The world was at peace. At least for now. With its significance as the seat of divinity diminished, Arx fell into decline. And within 7 generations had emptied. Few were as prepared for the new world as the lizardkin of the ancient empire. With power spread equally throughout the world, the advantage lay with those who knew how to steal it. And at this, the lizards excelled. Justinia returns to her throne. Under her rule, the dwarven kingdom prospered, until 2 years later, a jealous lover stabbed her in the heart with a mutton fork. With their power returned, the elves reclaimed their lands from the Death Fog and began to rebuild. Soon they would split as 2 factions sought power, one to bring back the trees, the other to bring back the scions. A dwarven joke did the rounds. It ends with the punchline, "So Lucien dropped the Death Fog on them again." A
And in a dark forest on the far side of a desert, well beyond the high seas, the Black Ring came together once more. The island of Fort Joy, the old redoubt of the Source King Bracchus Rex, was turned over to the people of Driftwood to use as they wished. They turned it into a holiday resort. Reaper's Coast prospered. The fisheries returned, and the fertile farmlands produced the greatest harvests the surviving farmers had ever seen. Blood Moon Island became particularly fecund, its soil producing the greatest crops. A particularly crimson-fleshed orange grown on the island became a delicacy across half the world. The black pits took fire. The oil there burns still. Driftwood became a center of industry, trade, and transport. The nameless isle had vanished. Although only open water remained, by instinct, ships would steer clear. None of the captains could articulate why. Millennia later, adventurers would come in search of the legendary divine city of Arx and the crypt of the great Lucian. None would pass the path of blood. Young Han went into the theater and became one of the realm's most popular actors. Almira and Mihaili settled in an abandoned homestead. The locals liked and respected Almira. She never wanted for help, and deals always fell to her favor. Outsiders were often suspicious, but no local would speak against her. With no new divine, Malady found herself in a predicament. She had an important problem to solve, but no ally strong enough to call upon, and so her search continued. Having performed the greatest act of necromancy in history, Tarquin found the new world unchallenging. He became obsessed with rumors of another plane of existence. One day he vanished and was never seen again. With the source released to the world, Ahu the Wizard spent more and more time as a cat. One day he decided he would not change back. Jahan, the demon hunter, found himself at a loose end. So, he opened a museum of demonic artifacts. After it burned down, with Jahan inside, witnesses claimed that the flames were the color of blood. As the forests grew anew and the elves were equals at last, Sahela shared elven knowledge of source with the world. But some elves disagreed and plotted against her. Chief amongst her opponents was Tova, Sahela's own mother. And then there was you. You returned to the world a sorcerer among many. Your future was yours to decide. Did you accept your new status with humility? Only you know the truth. Only you know if you atone for your sins. Welche Sünden? Wow. Da ist gerade so viel passiert. Wir haben, ich habe glaube ich die Hälfte von dem, was da nochmal angesprochen wurde, schon vergessen gehabt. Ja. Ganz ehrlich, das mit der Delikatesse fand ich interessant. Das Blood Moon Island da jetzt als Delikatesse gilt. Ja, aber
Alter Schwede, hallo. Hallo. Was ist da gerade alles passiert gewesen? Das waren jetzt alle unsere Entscheidungen, oder was? Scheinbar. Ja, sieht so aus. Aber hier, unsere blinde Elfe, dass die überlebt hat. Mhm. Ja, das schon. Das ist schon mal geil. Ach du meine Fresse, was war eigentlich der Nietenzwerg für einer? Der König da. Keine Ahnung. Der Nietenzwerg? Das war doch der... irgendein Geliebter von dieser Königin. Naja, Zwergenkönigin. Aber wie der aussah. Ja. Ich glaube, den haben wir noch nie getroffen. Das war irgendeiner, oder? Das kann sein. Ich glaube, das war... Ah, hier, Narrative Designer. Julian Brunn. Siehst du, Julian, da sind schon wieder hier. Auch richtig geschrieben. Nice, das war Divinity Original Sin 2. Vanilla Edition. Vanilla Edition. Ja, jetzt würde ich sagen, spielen wir nochmal die Enhanced Edition. Oh ja, definitiv. Ja. Wie viele Jahre planen wir dieses Mal ein? Ja, ich glaube 2022 können wir fertig sein. So bis zum Release zu Baldur's Gate 3? Nee, ja, das geht zu schnell. Bis zum Release von Divinity 3. Es klingt ja, es waren ja überall ziemlich viele Ansätze jetzt, so nach dem Motto, ja, geht weiter, so nach dem Motto. Oder? Ich habe keine Ahnung, wie die Timeline von Divinity überhaupt aussieht. Nee, das weiß ich auch nicht. Also mit neuen Planes, und es sind neue Planes aufgetaucht und dies und jenes und Tarkin, der uns die Waffe geklaut hat. Wann hat Tarkin überhaupt mal was Nekromantisches getan? Ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Weißt du gar nicht, dass das Nekromant ist? Der stand vor dem Friedhof da, wo wir ja den... Ja, aber wann hat er mal irgendwie so Nekromantie-Gedöns wirklich getan? Gemacht hat er den nicht, er hat davon erzählt. Er hat gesagt, jo, ich bin ein Nekromant. Wie viele Nikitas es gibt. Nikita, Nikita, Nikita. Ja, alles was? Bananen. Alles Nikita-Banane, genau. Ja, cool. Also, krass. Wie hat's euch gefallen? Also, ich hatte wahnsinnig viel Spaß, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, wenn einem das Spiel die Möglichkeit nicht gegeben hätte, sich so neu zu skillen wie jetzt für uns am Ende, hätten wir das Spiel nicht durchgeschafft. Nö. Also, nee, das glaube ich auch nicht. Wir hätten aufgeben müssen, weil in der Form, wie wir uns sozusagen im Laufe des Spiels geskillt haben bis zum Ende, hätte es nicht funktioniert. Ja, überhaupt nicht. Ja. Aber insgesamt, das ist das Schöne an dem Spiel, man hat halt einen Freiheit. Ne? Ja. Ja, bitte, Marc. Ich fand's nicht so. Das dachte ich mir. Also ich werde in der Steam Review auf jeden Fall einen Daumen nach unten geben. Ja. Ich habe auch insgesamt erst fast 200 Stunden da drin verbracht, also... Nee. Ich sag mal so, hätte man ein bisschen mehr machen können, noch mehr Optionen ja, vielleicht. Ja, für die 200 Stunden wurde ich nicht gut unterhalten. Warum hätte auch noch ein bisschen länger gehen können. Und ein bisschen mehr Möglichkeiten, wie gesagt. Also, gerade auch so dieses Rollenspielverhalten fand ich nämlich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, das Einzige, was mich wirklich gestört hat in dem Spiel, war... Jetzt kommt. Die Überredungs. Yes. Ja, das wollte ja, ich auch noch das ansprechen. War das, was mich persönlich am meisten gestört hat im gesamten Spiel. Ich muss auch wirklich sagen, ich fand Überreden im ersten Teil scheiße, aber besser. Also im Nachhinein fand ich es im ersten Teil doch besser als im zweiten. Ja, nicht weil gut, du, aber besser. Ja, weil du da wenigstens eine. Was da steht? Danke, Brüder! Was? I wouldn't be here with you. Danke, Brüder. Interessant. Nee, aber im ersten Teil hattest du wenigstens eine Chance. Egal, ob du geskillt warst oder nicht, du hattest wenigstens die Chance. Ja. Hast du ja gar nichts. Hier kannst du nichts machen. Wenn du nicht auch nur einen Punkt in Überreden hast, und nach dem Motto, kannst du gar nichts mehr machen. Oh, das ist der Doktor. Oh, stimmt, der Doktor. Was ich aber besser fand als im ersten Teil war die zwei Rüstungsarten. Finde ich persönlich sehr angenehmer. Ja, war sehr angenehm. Dadurch hattest du auch mehr Optionen, auch ein bisschen in den Gegner rein zu bashen und dann zu sagen, so, wir haben jetzt so und so viel magischen Schaden, den wir machen können, physischen Schaden. Auch, dass manche Zauber halt nicht magische Rüstungen durchdringen können oder physische Rüstungen. Ja. Das ist ziemlich cool gemacht. Was mich halt gestört hat wirklich, war, dass echt prozentual fast alle Gegner irgendwas gegen Feuer hatten oder gegen Gift. Ja, Granaten waren jetzt auch nicht so heftig, wie sie im ersten waren, fand ich. Ja, was mich sehr gestört hat, weil ich wäre sehr gerne ein Granatenmeister geworden. Aber dafür gibt es natürlich auch
sehr, sehr Brüstebaum. Was ist das? Was zum Keine Ahnung, aber was war das? Aber ich meine, okay, es gibt ja jetzt auch verdammt viele Mods, die am Gameplay in der Richtung was ändern, die ich garantiert auch irgendwann nochmal ausprobieren will. Also gerade auch, wenn man jetzt erst anfängt, also wenn wer noch nicht angefangen hat mit Divinity, sollte es auf jeden Fall machen und dann in der Enhanced Edition oder in der Definitive Edition da kann man halt auch wirklich extrem viel schon vom Spiel selbst in veränderter Form sehen. Ja. Geil, aber hat echt Spaß gemacht, war auch eine gute Zeit, die wir da drin verbracht haben. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Oh ja. Aber nichtsdestotrotz. Ich meine, wann haben wir angefangen? Als das Spiel rauskam. Ich wollte gerade sagen, nach Release. Sind es jetzt 2 Jahre? Ich glaube ja. Ja. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit unserem Leben? Was haben wir denn jetzt eigentlich noch vor? Gibt es noch Sachen, die wir spielen können? Nein. Ist in 2 Jahren was rausgekommen? Nein. Definitiv Edition. Die anderen Sachen am 14. September 2017. Boah. Naja gut, aber ich sag mal so, 2020, da kommt Baldur's Gate 3 raus. Das werde ich definitiv spielen. Oh ja. Ich bin auch mal gespannt drauf. Das wird Nostalgie pur für mich. Wahrscheinlich aber auch nur gedanklich und nicht optisch. Dann müssen wir Baldur's Gate 1 und 2 nochmal durchspielen. Willst du dir das wirklich antun? Nein, ich glaube nicht nochmal. Auch wenn ich mich storytechnisch nicht mehr so ganz erinnern kann, was im ersten Teil damals passiert ist. Storytechnisch habe ich auch nicht mehr wirklich viel davon im Kopf, aber es ist halt, ich meine, es waren meine ersten Berührungspunkte mit dem Dungeons and Dragons Universum, sag ich mal. An Pen and Paper habe ich damals auch dann wieder. Ja, gut. Tue ich heute auch selten. Aber, ich sag mal so, irgendwas Schönes werden wir finden und die Entwickler von Divinity, die, muss ich auch sagen, machen echt immer eine gute Sache. Gute Spiele. Boah. Das kann ich so unterstreichen bisher. Ich finde die Artwork ist gerade mega geil hier im Hintergrund. Sollte vielleicht mal wieder reintappen. Ich war gerade im Shop-Dings, um zu gucken, wann die Divinity. So ein neues Spiel kaufen, zack. Neues Spiel kaufen, wir spielen jetzt das. Ja, gut. Dann würde ich aber sagen, ich lasse die Credits nochmal durchlaufen. Wir sehen uns beim nächsten Let's Coop. Was auch immer sein wird. Ob es ein Rollenspiel wird, weiß ich noch nicht. Wie habt ihr beide eine Idee? Keine Ahnung, irgendwas werden wir finden. Und wenn wir nur wieder Smite oder Overwatch spielen. Ja, oh Gott, Waffle. Wir gehen alle wieder zurück für Waffle. Oh ja. Ich bin raus. Ich bin eher dafür, dass wir Guild Wars weiterspielen. Boah, dafür wird es auch wieder Zeit. Sind das eigentlich die ganzen Leute, die das Spiel gefundet haben? Ich gehe davon aus, dass das gerade alles die Backer sind, ja. Wow. Sind ein paar Davids dabei gewesen. So viele Bäcker. Oh, was das ist das so? Ich kann mich nicht daran erinnern, den Song auf dem Soundtrack gehört zu haben. Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, da muss ich gleich nochmal reinkommen. Nice, gut. Also dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Let's Cook wieder und vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Auf Wiedersehen. Alles Beste. Coop on. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wir sind sehr gespannt.
Ah, doch, da ist der Song. Ich habe ihn gefunden. Die Credits sind gerade mal erst bei J angekommen. Ach. Ich glaube, das wird noch ein bisschen hier scrollen. Die aber wer weiß, vielleicht gibt es da noch After-Credits. Ja, bei Marvel. Man weiß es heutzutage nicht. Es gibt hinter allem After-Credits. Ja, man, der Song ist übrigens das Titelthema von Lose. Aha. Das gibt es in zwei Versionen. Das gibt es einmal in der Version, die wir eben gehört haben. Und das gibt es auch nochmal in der Version von Lose selber. Dass sie das gesungen hat, oder was? Ja, ich meine, das ist nach ihrer Hauptquest, kann man das, glaube ich, freischalten, dass sie irgendwie in einer Bar dann mitsteht und die den Song vorträllert. Man hätte noch so viel machen können ja auch. Also noch so viel, ich mein, mit den Charakteren an sich haben wir nichts zu tun gehabt. Alleine diese ganzen Origin-Charaktere, die da jetzt noch sind, die ja auch theoretisch alle noch ganz viel Story mit sich bringen, wahrscheinlich auch. Alleine Thomas. Nur Thomas haben wir mitbekommen, ey. Ja, irgendwie nicht wirklich. Und also was Thomas am Ende jetzt mit dem Thron gemacht hat, weiß ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Warum hat er sich da hingesetzt? Oder war es einfach nur eine bescheuerte Aussage und er hat doch genau das gemacht, was wir wollten? Ich glaube, er hat das getan, was wir wollten, weil wir wollten ja, dass Thomas göttlich wird. Eigentlich schon, aber Thomas die Göttlichkeit halt göttlich unter geworden. Allen aufteilt. Ja, klingt. Ja, ich meine, darauf hatten wir uns ja vorher so schon drauf geeinigt. Keine Ahnung, ob das Spiel das einfach sich nur nicht gemerkt hat oder so. Oh, Carsten Aeolus Thomas. Ich hätte auch gedacht, dass, so hieß gerade ein Typ da. Dass ihr da auch noch Mitspracherecht hättet. Ich habe doch nie Mitspracherecht. Hast du das nicht du hast irgendwie jetzt hier in dem letzten Abschnitt hast du mit den meisten Leuten gesprochen. Was ist denn das für ein Charakter gewesen? Das sah ja cool aus, ein Zwerg. Ja, keine Ahnung, aber sah cool aus. So. Da hatte eben einer den Namen sonst was. Devourer of Food. Sehr gut. Den Titel hätte ich auch gern. Devourer of Food. Oh, den haben wir gesehen. Den untoten Elch. Ja, stimmt, und den erinnere ich mich an so. Alexandre. Nein, geh weg mit dem Namen Alexandre. Ich frag mich immer noch, was am Ende jetzt passiert ist. Was mit den drei anderen Gestalten, die beschworen hätten sollen. Was für ein Scheißbildschirm wieder. Das ist auch so krass. Moment, wen meinst du jetzt? Das sind dann die Dancing Crab. Die drei Gestalten, die noch von Bracchus hätten beschworen werden. Keine Ahnung, das waren wahrscheinlich einfach nur zusätzliche Ads, die man dazu hätte packen können. Ja, wir jetzt dieses Mal zum Glück nicht dabei hatten. Ja, ich frag mich warum. Weil eigentlich ist es ja gar nicht so verkehrt, wenn man irgendwie dann noch eine Story erfahren hätte, so nach dem Motto, ja, warum waren die jetzt überhaupt da und ja, ich glaube nicht, dass wir davon noch viel mitgekriegt hätten. Ich meine, wir haben Bracchus erschlagen und dann ist sein Kraken auch gestorben. Dann wären die wahrscheinlich auch drauf gegangen. Sowieso die Frage, warum war der Kraken, dieser Void-Kraken von Bracchus? Ich habe ohnehin nicht so ganz mitgekriegt, warum Bracchus wieder da war. Bracchus war in Divinity 1 schon tot. Ja, aber war Bracchus da nicht auch irgendwie in einer ganz anderen Gestalt? Die Figur ist cool. Ja, mehr oder weniger anders. Also er war ein Untoter, ne? Genau, der war ein Skelettmann. Aber spielt das Spiel nicht auch vor Divinity 1? Nee, das spielt danach. Ach, spielt doch danach. Ach so, ich meine, das spielt ewig danach. Vielleicht ist er ja dann wieder fleischig geworden. Oh, hat sich eine Maske aufgesetzt. Also ich weiß, was ich auf jeden Fall nachher noch machen werde. Ich werde mir von Behind das Timeline-Video zu Divinity angucken. Vielleicht verstehe ich es dann. Okay, wieso wird da alles nochmal erklärt oder was? Ja, es gibt ja noch mehr Spiele, die in diese Welt reinfließen. Echt? Ja, Ego Draconis und Co. Ach ja, stimmt. Laufen ja auch alle mit da rein irgendwo. Ich denke die ganze Zeit, das Divinity-Universum, das sind jetzt ja diese beiden Teile, aber nein, Quatsch, das ist ja Divinity 2, Ego Draconis. Divine Divinity. Ich glaube, davor auch noch irgendwie zwei andere. Da gab es noch was mit dem Dragon Commander, gab es auch noch. Ja, also da, weiß ich nicht, also, what the fuck sind das denn? Ich glaube, das sind diese laufenden Bomben. Wieso konnte ich die nicht beschwören? Ich glaube, das ist das, was dann diese kleinen Skelette ersetzt hat, zum Motto. Das wäre als Beschwörungszauber cool gewesen.
Kleine laufende Bomben? Oh ja. Ja, man konnte das Spielzeug ja beschwören, ne? Ja, genau. Gab's das eigentlich noch im zweiten Teil? Ja. War eine Diebesfähigkeit. Ach so. Aber, weiß ich nicht. War nicht so dolle. Habe ich mal ausprobiert, ja. Explosionen sind immer dolle. Okay, ich habe ja auch gefühlt alles ausprobiert, was da war auf meinem Charakter. Wir haben uns ja auch so oft umgeskillt. Also, naja, gerade ich habe mich so oft umgeskillt. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mich so oft in dem Spiel umskille. Ja, am Ende bist du halt immer zwischen zwei Sachen hin und her gewechselt, bis du dann bei dem geblieben bist, was du jetzt am Ende hattest, ne? Ja, weil es auch so, es war halt auch so gemein, weil das, was ich machen wollte, einfach auch irgendwann keinen Schaden mehr gemacht hat. Die Feuermagie hat, da war jeder immun gegen. Ey, ich wollte gerade sagen, aber auch Giftmagie waren irgendwie viele sehr immun, genau. Ne? Giftmagie, also das, was mir Spaß macht, Feuer und Gift, alle waren untot. Toll, alle waren untot mit einer Feuerresistenz. Ja, also, und dann war Erdmagie war auch irgendwie für den Osten, was Schaden anging bei mir. Ja, ja. Also ich hätte bei Eroturk bleiben sollen. Also Eroturk hatte, glaube ich, noch die coolsten Zauber. Und es hat auch keine Verteidigung gegen Eroturk. Na, wohl doch, da waren ein paar Viecher dabei, die ganz hoch waren. Komm, aber prozentual und verhältnismäßig als zu Feuer und Gift. War es nicht wirklich. War es nicht. Und auf der anderen Seite auch die Granaten. Ich meine, das waren ja so die Sachen, die mir richtig viel Spaß gemacht hätten. Granate und Schild, so nach dem Motto Alter. Aber es hat nichts gemacht. Das war super unsinnig, weil die Granaten einfach viel zu gering skaliert haben. Na, ich sag ja, da muss man vielleicht mal. Keine Ahnung, vielleicht findet man ja noch ein paar gute Mods, die man dann. Ist das Bildschirm? Ist das Meladiel? Nee. Aber die hat hinten auf dem Rücken auch so einen komischen Stab. Ein Dreizack oder Fünfzack. Ja, das muss man echt nochmal mit Mods ausprobieren. Weil ich glaube, da kannst du auch noch viel machen. Es wurde ja in der Mod-Community auch noch diese ganzen anderen selbst kreierten Klassen. Ja. Finde ich auch so heftig, was die Leute sich da an Klassen noch ausgedacht haben und dazugepackt haben. Ja, da sollte man auf jeden Fall mal reingucken und schauen, was man da mal für, keine Ahnung, für eine. Zum Beispiel für Marco gab es da Assassinen, Vampire. Vampir-Assassin. Ja, das wäre vielleicht auch für so einen GM-Modus mal ganz geil. Ja, mit anderen Klassen, ja, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja auch eine Schleimklasse. Eine Schleimklasse? Ich glaube, oh, guck mal, die ganzen Thomas, das Thomas. Er glaubt, dein Schleimfall. Oh, Schleim wäre so toll. Ohne Schleim, ohne mich. Aber ansonsten hat man ja immer noch die Möglichkeit, im GM-Modus ja zu spielen, was man möchte. Ja. Im Grunde. Mehr oder weniger. Ja, ich glaube, das läuft hier noch echt stundenlang. Ey, komm, wir sind schon bei T. Wir sind schon bei T. Ja, hast auch wieder. Wir sind schon bei T. Jetzt ziehen wir es auch durch. Jetzt bleiben wir noch bis zum Ende. Ich gucke gerade hinter mich. Die ganzen anderen Reihen sind schon geleert. Ich sitze noch als letztes mit meinem Popcorn. Und dann geht gleich trotzdem nur die Leinwand zu. Weil die Elfen hatten, glaube ich, den seltsamsten Fashion Sense im gesamten Spiel. Ja. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Marco fand sich schön. Aber ich fand ja auch irgendwie die Elfen als Rasse oder auch als Idee, als Konzept und ziemlich interessant.